Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem kleinen, ganz kleinen Infovideo. Es geht einfach nur um die dritte Saison in Formel 1 2014. Ich habe mir was überlegt. Entweder wir fahren in die normale dritte Saison, vorausgesetzt, das schaffe ich bis F1 2015 erscheinen soll, weil er soll immer noch laut aktuellstem Stand im Frühjahr 2015 erscheinen, also eigentlich in absehbarer Zeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die dritte Saison beenden kann. Aber die Teams, die ich mir jetzt gedacht habe, ist ganz einfach, die abstimmen wirft, ist Force India, Schwierigkeitsgrad 2, Toro Rosso oder der Sauber. Also die drei Teams gehen zur Auswahl. Am meisten wird mich der Toro Rosso reißen, weil der ist ein bisschen stärker als der Lotus, aber schwächer als der McLaren. Da könnten wir vielleicht um Punkte kämpfen. Ob ein Podium drin ist, ist natürlich immer die andere Frage. Rennsiege eigentlich nicht. Das wäre die erste Option. Die zweite Option ist halt die, da wir nicht wissen, beziehungsweise ich auch noch nicht weiß, wann F1 2015 rauskommt, habe ich mir gedacht, so, wie wäre es, wenn wir einfach einfach mal ein paar Mods reinhauen in diese schöne F1 2014 und ein paar Mods einfach mal antesten. Weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit der dritten Saison fertig werde, wenn Formel 1 2015 jetzt nach dem Australien-Rennen erscheinen sollte oder nach dem Malaysia-Rennen im Real Life. Dann schaffe ich die dritte Saison eh nicht mehr. Die zweite Saison gehört nämlich auch erst, ich glaube, Anfang oder Mitte März erst auf. Deswegen, das ist so ein kleines bisschen Konflikt mit dem Spiel. Mir würde es mal reizen, auch mal die Mods zu testen. Deswegen könnt ihr entscheiden. Wenn ihr für die Mods seid, dann schreibt in den Kommentar, dass ihr für die Mods seid. Aber schreibt auch noch ein Team, weil nur die Mehrheit wird siegen. Das ist einfach so. Und deswegen schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Immer wieder gerne. Force India, Toro Rosso oder dem Sauber. Nächste Info: ab März wird es nur noch zwei Videos am Tag kommen. Jetzt gibt es noch Tage, wo drei Videos am Tag kommen. Das wird im März definitiv nicht mehr der Fall sein. Am 27.02. startet ein neues Projekt. Definitiv startet das. Das habe ich schon. Das geht schon in den Startlöchern. Was es sein wird, werde ich nicht verraten. Es wird auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall nicht. Vielleicht wird's eins, vielleicht wird's keins. Muss ich mal schauen, ob das Spiel es so zulässt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten werde ich das im Koop machen. Aber nicht mit Baumi, nicht mit Tobi, sondern mit dem lieben Damal, den man hier vielleicht noch oder die manchen noch aus der F1 2013 Liga kennt. Das wird dann noch kommen. Viele fragen sich immer noch, wann kommt mal DTM Experience? Das 2014er. Ich hab's vorzubringen. Ich weiß noch nicht wann. Ich werde mich aber bald vielleicht mal da hinsetzen und das Ganze aufnehmen. Das ist eigentlich dann der aktuellste Stand der Dinge. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Kommentar schreiben mit Mods, ja oder nein. Das ist das erste. Das zweite ist dann, welches Team für die dritte Saison, wenn ihr, egal ob ihr für Mods seid oder nicht, Force India, Sauber oder Toro Rosso. Das war's eigentlich. Mehr wollte ich nicht sagen. Das war ganz kurz. Schnell und klapp und ciao.